Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Ich bin für euch auf dem MWC unterwegs, hier am Stand von Sony und habe hier das brandneue Sony Xperia XA in der Hand. Und das ist ein Einsteigergerät, soll ab Mai für 300 Euro in Deutschland in den Handel kommen. Und ja, wir schauen es erstmal so ein bisschen äußerlich an. Man sieht hier schon, ich gehe mal unten auf den Tisch, was an dem Handy wirklich sehr, sehr, sehr schick geworden ist. Es hat eigentlich kaum Ränder nach links und rechts, was, sagen wir mal, in der 300-Euro-Preiskategorie keine Selbstverständlichkeit ist. Und bevor wir jetzt euch erzählen, was da alles drin ist, schauen wir nochmal drum rum. Haben wir hier einen On-Off-Taster. Sony-typisch ist der wieder rund in der Laut-Leise-Wippe und den dezidierten Foto-Button. Und insgesamt fühlt sich das sehr gut an. Die Ecken sind gut abgerundet. Auch das Glas scheint hier leicht abgerundet zu sein. Sehr schick. Die Rückseite gefällt mir auch ganz hervorragend. Die ist nämlich so leicht matt. Das sieht man, wenn ich es hier so bewege, hier bleiben keinerlei Fingerabdrücke zurück. Die Kamera steht Sony-typisch nicht aus dem Gehäuse. Und auf der linken Seite sehen wir hier die Klappe, hinter der sich dann der Micro-SD-Karten-Slot und der SIM-Karten-Slot verbirgt. Also das Ganze, den Speicher kann man erweitern. Der Speicher hier drin ist übrigens 16 GB. Und als Prozessor kommt hier MediaTek zum Einsatz, der P10. Das ist ein 8-Kern-Prozessor, der von 2 GB RAM unterstützt wird und macht soweit auch einen ganz flotten Eindruck, wenn man hier mal so ein bisschen durch die Menüs durchswiped. Was gibt es noch dazu zu sagen? Dieses Display hier ist 5 Zoll groß und löst, ich sag mal, nur mit 27p aus, schaut aber trotzdem eigentlich ganz gut aus. Die Kamera auf der Rückseite, die löst mit 13 Megapixeln auf und die auf der Frontseite mit 8 Megapixeln. Was noch sehr speziell ist an dem Handy, es ist unglaublich leicht. Es wiegt nur 138 Gramm, was für ein 5-Zoll-Gerät praktisch gar nichts ist. Wirkt eigentlich wirklich ganz hervorragend verarbeitet. Hier unten, da waren wir noch nicht, haben wir den Lautsprecher und hier ein kleines Loch fürs Mikrofon und den Port für Micro-USB. Auf der Oberseite dann entsprechend den Klinkenstecker und noch einen weiteren Mikrofonausgang. Was ich noch nicht erwähnt habe, die Batterie hier drin ist 2300 mAh groß und kann natürlich nicht gewechselt werden, weil das Ding ist halt einfach zu kompakt verarbeitet. Also mein erster Eindruck von dem Gerät für die 300-Euro-Grenze ist es sicherlich nicht das Allerschlechteste. Hier punktet Sony vor allem mit der Optik. Es muss sich dann natürlich zeigen, ob nicht vielleicht der 2300 mAh Akku vielleicht ein bisschen zu klein ist und ob die Bilder tatsächlich so gut sind, wie Sony behauptet. Außerdem, ja, der MediaTek-Prozessor ist jetzt natürlich nicht High-End, also könnte sein, dass das Ding irgendwann relativ lahm wird. Aber es ist für ein 300-Euro-Phone und dafür schaut es schon richtig gut aus. Wie findet ihr das Teil? Schreibt es doch unten in die Kommentare, würde mich über ein bisschen Feedback freuen. Und bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen, liebe Freunde.